kommst du wohl ein bisschen zu spät. Okay, bist du bereit? Du hast immer einen Sauber an der Lippe oder irgendwas läuft aus deiner Nase. Aua, It's me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es gefährlich, schmerzhaft, aber vielleicht auch schön für den Gewinner. Denn heute spielen wir um 100 Euro und um noch ganz viel anderes Geld, was man hier vielleicht schon auf den Feldern sieht. Diese 100 Euro bekommt man allerdings nur, wenn man zuerst dieses gefährliche Brettspiel durchgangen ist. What? Diese Goldmedaille bekommt man übrigens auch noch, das ist meine Maurice, ich gewinne. Das Spiel ist ganz easy aufgebaut. Es gibt blaue Felder für Challenges, grünes für Geld, Geld ist Mystery und rot sind Strafen. Jeder Mitspieler dreht einmal an dieser Scheibe und geht dann zum Beispiel in zwei Felder. Kommst du auf das Money, kriegst du das Geld, was da ist. Kommst du auf die Strafe, musst du dort hinten eine Strafe ziehen und musst sie vollziehen. Wenn du es nicht schaffst oder es nicht machst, musst du ein Feld zurückgehen. Bevor man allerdings das Geld gewinnt, kommt die Hyperstrafe. Die Hyperstrafe? Die Hyperstrafe. Das wird sehr schmerzhaft. Die solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Also bleibt dran und ich würde sagen, wir legen los. Bist du ready to fight? Ja. Okay. Mein Handgelenk ist gebrochen. Okay, wir beginnen einfach. Alles klar, Maurice, du bist als erstes dran. Oh. Ich komme aufs Geldfeld. Eins. Zwei, oh! Money! Money! Ein Umschlag voll mit Geld! Ey, wie kann man so viel Glück am Anfang haben? Oh, 20 Euro. Wie gefällt mir. Alright, Freunde, ich bin dran. Ich habe mir auch extra meine schönsten Socken heute angezogen. Eins. Maurice. Hi. Zwei. Drei. Alles klar, ich muss jetzt einfach diesen Mystery-Umschlägen ziehen und ich glaube, ich nehme. Wenn das jetzt was Gutes ist, dann zählt's nicht. Rücke ein Feld zurück. Dann können wir jetzt kuscheln, Maurice. Wieder eine 2. Oh nein, ich komme auf ein rotes Feld. Geil, du kriegst eine Strafe. Eins, zwei. Todesfeld. Sag. Ein Schlag ins Gesicht. Und dafür haben wir auch wundervolle Boxhandschuhe. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Übertreib. Okay. Let's go weiter. Ihr wisst, wer zuerst ins Ziel kommt, bekommt 100 Euro. Okay? Ich hoffe, ich bekomme 6 Mal. Oh. Nein! Eins, zwei. Oh, yeah. Oh mein Gott, ist das eklig. Aber fühlt sich irgendwie auch geil an. Tada! Oh, ein Handtuch. Danke. Okay, ich bin dran. Geh mal weg. Wie soll ich hier weggehen? Ich habe eine, zwei. Challenge. Das ist eine super tolle Challenge. Und zwar musst du eine ganze Zitrone essen. Hey, was ist das? Entweder du schaffst es, oder? Oder was? Ein Feld zurückgehen. Und ein Feld zurück ist hier wohl echt ein bisschen blöd. Eine ganze Zitrone? Ja, ich habe sie dir schon aufgeschnitten. Sauer machen, lustig! Da sind noch Kerne drin, ich hasse sauer. Ja, genau. Top, Leute. Oh, ich würde das so eben. Oh mein Gott, dein Mund blutet. Echt? Nein, sei so. Kim? Ja? Du hast Rasierschaum in den Haaren. Ja. Von wo kommt das eigentlich? Von meinen Füßen. Okay, alles klar. 6, 6, 6. Oh, ding, 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 ding. Ich rücke immer näher. Okay, ich habe meine Socken wieder angezogen. Und jetzt gehe ich 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Money! 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 Ja, gönne ich dir. Danke. In diesem Umschlag können sich 150 oder 10 Euro nehmen. Oder 5. Oh, fuck. Okay. 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 Ja, Mann! Hey. 3 Euro. Schon mal safe. 1, 2, 3, 4. Mystery! Okay. Tauscht eure Plätze. Oh, scheiße. Ja, egal. Wieso denn das? Du bist weiter vorne am Money, Alter. Freu dich mal. Ich hatte eben schon einen Feldvorsprung. Und jetzt muss ich wieder zurück, weil. Ja, egal. Ich werde ihn jetzt eh abziehen. Und. Okay, 4. 4, das geht. 1, 2, 3. You ready for a challenge? Ach nee, ich muss ja die Challenge machen. Aber ich bin ready. Steck dir 20 Marshmallows in 30 Sekunden in den Mund. Bist du bereit? I'm so ready for that. Ich habe das schon oft geübt, Leute. 30 Sekunden. Ich habe noch keine richtige Dings. Laufen. Ab.
Ja! Spaß. Haha. 30 Sekunden laufen ab jetzt. 2, 3, 4, 5, 6. Seht nicht. Ja, mach weiter. 20 Sekunden. 6, 7, 10. Kim, du hast nicht mal die Hälfte. Du brauchst gar nicht weiter versuchen. 11. Zeit ist zu Ende. Ein Feld zurück. Will jemand Marshmallows? Nein. Jetzt muss ich leider ein Feld zurückgehen. Challenge. Okay. Lasse deinen Papierflieger mindestens 5 Meter weit fliegen. Ey, was ist das für eine easy Challenge? Lasse deinen Papierflieger mindestens... Papier. Lasse deinen Papierflieger... Papier. Lass dein Papier. Papier? Ja, das ist ja was gemeint. Ich kann den nicht mal bauen, Mann. Okay, ich brauche ein Blatt Papier. Hier hast du dein Papier, Kim. Danke fürs Papier. Wie macht man nochmal Papier? Ey, ich habe noch nie so einen schlechten Papierflieger gesehen. So? Der wird keine 5 Meter fliegen. Habt ihr diesen Papierflieger gesehen? Jetzt muss ich noch eine Strafe machen. Wer hat sich diese blöden Regeln ausgedacht, Mann? Todesfeld! Jetzt die nächste Frage. 20 Wäscheklammern ins Gesicht. Ey, die Aufgaben sind so überdimensioniert, dass du behindert der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 24. Dann brechen wir den heute. Nicht an mein Ohr. Okay, es geht los. 1, 2, Oh mein Gott, das wird so lang wie ich. 3, oh mein Gott. Schwer, ey. 4, geht nicht! Deine Lippe. Welche? An die nicht vorhandene Oberlippe. 7. Aua, der Nase! Mach mehr an mein Ohr! 9. Aua! 10. 13. Meine Nase! Nein! 16. 16. Ich komm nicht klar! Und noch ein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Also ich glaube, eine geht noch, Maurice. Okay, das reicht. Dankeschön. Sehr hübsch. Ich hasse euch so unglaublich doll. Alter. Ach, was ist mein Mund? Du hast überall Sauber an der Lippe oder irgendwas läuft aus deiner Nase. Freudentränen sind das, weil sie die Challenge gemeistert hat. Yeah. Ja, das ist bestimmt auch so Anti-Aging, weil mein Gesicht voll geriffelt. Okay, ich bin wieder dran. Los geht's. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 5, alle. 1, 2, oh nein. 3, 4, 5, fuck man. Ja, Mann! Todesfeld. Money Darts. Deine Punktzahl, die du triffst, ist gleichzeitig den Betrag an Geld, den du mir geben musst. Also lass uns rüber zur Dartscheibe. So, du kriegst 3 Dartpfeile. Hier ist die Scheibe, du hast 3 Versuche. Und je nachdem, wie hoch dein Betrag ist, kriege ich Geld von dir in dir. Okay. Ja. Bist du bereit? Ja. Oh, nicht getroffen, ist ja blöd. Maurice, du musst treffen. Das geht nicht. Du darfst nicht einfach das manipulieren. 1, 2. Jetzt streng dich doch mal an, Mann! Willst du mich verarschen? Okay, Leute, ich glaube, das reicht. Nein, ich brauche das Geld, Mann! 10! Scheiße. Und 30 Euro! Dann gehen wir her. 10. Hier sind beide 20. Perfekt, bist du. Ich werde es eh wieder gewinnen. Ah. Das sind schon mal 130 Euro. Und? 1, 2, 3, 4. Wow! Money! Money! Oh, das hört sich schon mal richtig an. Okay. 10 Euro, wow. Besser als nichts, oder? Ich sag mir so langsam. Richtig, die Patte! Du bist. Und los. Oh, 6, ja, auf jeden. 6. Okay, Maurice, du hast 6 gewürfelt. Das bedeutet, du kommst in den dunklen, gefährlichen Bereich. Bist du bereit? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Challenge! Challenge, Freunde! Okay, Maurice, ja? Challenge. Dein Challenge ist, the floor is lava. Okay, wann? 5, 4, 3, 2, 1. Safe. Ist kein Boden mehr. Mach ich die mal rein und dann mach ich nochmal Schüsse, damit ich gewinne. Ja, ich fass rein, oder?
Fast, ne? Und 7. Das kann man machen. 1, 2, 3. Hier hätte man einen Slime treten müssen. 4, 5, 6. Oh nee, Mann, Alter! Todesfeld! Okay, ein Schlag in den Magen. Nee, Alter. Bist du bereit? Nee, bist du nicht so doll. Okay, bist du bereit? Ja. Das war für die Zitrone! Das war für die Zitrone! Au! Alter! Der Handschuh ist einfach kaputt gegangen. Ich glaube, das war alles. Alter, was? Der ist einfach komplett aufgerissen, Mann. Und nochmal eine Ruhezahl, Maurice. Und? Eine 8. Was? Eine 8. Was? Sehr schön. Wir sind gerade ganz schön nah aneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fragezeichen. Mystery. Oh. Würfel nochmal. Das ist ja gut für mich. Ja, nochmal. Achso. Und los geht's. Und was? 4. Ey, Mann, du bist schon voll nah dran. 1, 2, 3, 4. Challenge. So, Maurice, ich hab deine nächste Challenge. Bottle-Lip. Du musst 3 von 5 treffen. Die, boah, reingeschissen. Die Regels sind die Regels. Aber guck mal, auf welchem Feld ich stehe. Guck mal, was passiert, wenn ich verliere und die Challenge nicht schaffe. Ich glaube, ich muss einen zurück, oder Kim? Ja. Super Regeln. Ich gebe mein Bestes. Guck mal, ob ich die 3 von 5 schaffe. Bereit? Bereit. Leider nicht geschafft. Oh, wieder nicht geschafft. Ich glaube, ich muss mal höher werfen. Ich schaffe ja nicht mal eine Umdrehung. Versuch mal eins. Und der Letzte aber kommt. Och. Das ging ja auch einfach richtig gut. Leider nur 1 von 5, damit habe ich leider verloren und muss leider einen Schritt zurück. Oh! Money! Ein Geldfeld! Oh, das kann doch nicht wahr sein! 50 Euro für mich. Und? Och, die 6 ist doch auch nicht schlecht. Okay. Tschüss, Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Mann! Todesfeld! Was heißt das? Apple Circus, halte still. Kannst du es auch erklären, weil ich verstehe es nicht. In diesem Fall habe ich einen Apfel auf meinem Kopf und du musst ihn versuchen, mit dem Ball runterzuwerfen, so wie die das immer machen. Oh mein Gott! Okay, ich versuche jetzt echt den Apfel, okay? Okay, bist du bereit? Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, bist du bereit? Ja, Mann. Oh mein Gott. Okay, bist du bereit? Okay, bist du bereit? Oh mein Gott. Du hast es geschafft! Ja, weil alle ja immer sagen, dass ich so gemein zu ihr bin. Das war doch nett. Ich glaube, das ist der finale Dreh. Könnte eine 1 werden. Ja. 1. Starttime. Erreiche mindestens 30 Punkte. Das Beutel wird euch. Safe 18. Kratzt an der doppelten aber. Ja. Ist 18. Easy. 18 plus 18, Kim? Ganz schnell. 36. Oh, jawohl. Ja, Leute, das war ja leicht. Okay, alles klar, ich brauche auf jeden Fall eine Uhrzahl. Und? Eine 4. 1, 2, 3. Tja. Money. Tja, da kommst du wohl ein bisschen zu spät. Okay, alles klar, da muss ich ja nichts machen, oder? Leute, es bleibt spannend, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, ich brauche mindestens eine 7. Bitte keine 7. Nein. Eine 2. Ja. Oh, Leute, das sieht nicht gut aus. 2. Todesfeld. Yes! Maurice, bist du bereit für deine nächste Todesstrafe? Ja. 3 Ballwürfe und du bist die Zielscheibe. Schleiter, da ist noch Rasierschaum dran. Wäre nett, wenn du diesen Bereich auslässt. Okay, bist du bereit? Ja. Also da geht doch ein bisschen mehr, Kim. Ein bisschen mehr, oder? So eine starke Frau. Oh, hi, ja. Nein! Ich hab den Wind an meinem Haar. Oh. Okay, eine 8, Leute. Und ich gewinne. Und, komm mal. Eine 3. Nein! Und 1, 2, 3. Todesfeld! Du musst dein Gesicht in Slime tauchen. Ach, ich bin so froh, dass da vorher keiner reingetreten ist. Das fühlt sich so eklig an. Okay, seid ihr bereit, Leute? Ja! Es bleibt an meiner Hand. Es bleibt an meiner Hand. Egal, ich fühle mich wie bei den Kids' Choice Awards. Das war echt keine coole, coole Strafe. Keine 1. 1, 2. Challenge.
Exe dieses Wasserglas in 10 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Yes, sir. Oh Mann! Eine 5 und ich habe die 100 Euro gewonnen. Yeah! Nein! Alles klar. 1, 2, 3, 4. Ich bin so kurz vor dem Gewinn. Ist easy. Mach 20 Liegestütze. Das war die, die ich für dich aufgeschrieben habe, wo ich schon dachte, du verlierst. Kim, ich würde sagen, du machst 30, dafür die Frauenliegestütze. Ja. Okay Leute, ich glaube, ich kann gewinnen. Ich brauche mindestens eine... Kim, ich sehe, was du im Spiel gemacht hast. Ich brauche mindestens eine 3 und dann habe ich gewonnen. Oh Mann, Alter! 9. Wer ist der Gewinner? Bevor du gewinnst, musst du noch die allergrößte Strafe aushalten. So schlimm kann es ja nicht sein. Bevor Maurice nun diese goldene Medaille und 100 Euro gewinnen kann, muss er erst die gefährlichste und schlimmste aller Strafen bestehen. Die qualvollen Mäuse fallen. Viel Spaß. 1, 2. Und Nummer 3. Na, hast du Angst? Ein bisschen vielleicht. Oh, ich hab voll Angst in meinen Zehen. Ah! Okay. Ey, einfach reicht, oder? Nein. Ah! Ah! Ah, mein Zeh! Ah! 100 Euro. Egal. Ich hab gewonnen, Leute. Das war der Schmerz wert. So! Maurice hat gewonnen. Aber erstmal Leute, das hier ist die neue Fresher Kollektion von Artus. KTGA, Keep the Grind Alive. Hier mit dieser Zielgerade, dass man immer hasselt, bis man ans Ziel kommt. Finde ich auf jeden Fall cool, stehe ich auf jeden Fall hinter. Checkt auf jeden Fall heute um 18 Uhr aus. Da droppt er es zum allerersten Mal. Und wir haben auch zusammen genau dieses Video, nur ein bisschen kleiner, auch auf seinem Channel gedreht. Deswegen checkt das auf jeden Fall auch ab, da bin ich auch zu sehen. Und ja, ich müsste diese 100 Euro jetzt noch loswerden. Ich werde langsam reich. Gib her. Gib her alles. Alles. Ey, ich hab wirklich weil gar kein Geld. Danke. Du hast doch Geld gewonnen. Dein eigenes. Ja, mein eigenes. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, ja? Maurice und ich würden uns sehr über ein Abo freuen, oder? Jo. Ja, auf jeden Fall. Über Kommentare, über Likes. Also her damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace. Ciao. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out.